Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Stefan Schwope, ich komme aus Schmallenberg und in meiner Freizeit fotografiere ich gerne Sterne. Und immer wenn ich so Sternbilder mache und die dann zeige, dann fragen mich die Leute häufig, wie kann man solche Fotos machen. Und das möchte ich heute euch einfach mal zeigen. Aber bevor man das machen muss, muss man einige Dinge berücksichtigen. Und in der nächsten halben Stunde möchte ich euch erstmal so ein bisschen die Planung für so ein Astrofoto vorstellen, weil ohne Planung funktioniert in der Astrofotografie gar nichts. Dann so ein bisschen die technischen Aspekte, was man für Hilfsmittel braucht und auch das so erklären, dass ihr vielleicht sogar mit eurem Handy mal ein Sternfoto machen könnt. Und ja, als letztes nehme ich dann euch mal mit auf eine Rundreise durch das Universum und erkläre so ein bisschen, was da alles zu sehen ist. Ja, aber bevor wir überhaupt anfangen mit Astrofotografie, muss man erstmal verstehen, was wir am Sternenhimmel überhaupt sehen. Und hier sehen wir erstmal unsere Milchstraße. In der Mitte ist ein Kern, da sind 4,2 Millionen Sonnen quasi, ein schwarzes Loch, das so viel wiegt wie 4,2 Millionen Sonnen. Die ganze Galaxie ist eine Spiralgalaxie, die Arme drehen sich, das Ganze dreht sich um den Kern. Und unser schönes Sauerland, das ist da, wo der rote Punkt ist. Da sind wir. Das ist ein ganz kleiner Arm, das ist der Orion-Arm oder auch Orion-Zipfel genannt, weil das ist ja kein richtig großer Arm, ist mehr so ein Zwischenarm, also alles ganz unspektakulär. Und wenn wir von da aus in den Himmel gucken, was sehen wir da? Die ganzen Sternbilder und alles, was wir mit dem Auge sehen können, das ist nur, was in diesem kleinen Kreis ist. Das sind ungefähr 5000 Lichtjahre in jede Richtung. Das klingt jetzt erstmal gigantisch groß, also vor allen Dingen ein Lichtjahr, das muss ich jetzt mal ablesen, ein Lichtjahr sind 9 Billionen 460 Milliarden 730 Millionen 777.119 Kilometer, ein Lichtjahr. Und ja, hier können wir 5000 Lichtjahre in jede Richtung schauen. Also wenn hier im Sauerland mal alles klar ist, da bin ich froh, wenn ich 20 Kilometer weit schauen kann. Aber hier 5000 Kilometer. Die gesamte Galaxie, unsere Milchstraße, die hat einen Durchmesser von ca. 170.000 Lichtjahren. Und da sind 100 bis 400 Milliarden Sterne verteilt. Nur in unserer Milchstraße. Es gibt ja auch noch andere Milchstraßen und andere Galaxien, die sind noch weiter entfernt. Und wenn wir da Objekte sehen wollen, dann brauchen wir halt Technik. Dann brauchen wir ein Teleskop, um alles näher ranzuholen. Dann brauchen wir eine Kamera, um mehr Licht sammeln zu können wie das Auge. So, Gott sei Dank gibt es ein paar schlaue Leute, die wissen, die haben sich angeschaut, wie sich die Milchstraße dreht. Wann zu welcher Jahreszeit wir was sehen. Und da gibt es hier solche kleinen Hilfsmittel. Das ist hier so eine Sternkarte, heißt das. Das ist eine Scheibe. Hier sind die Sternbilder drauf und ja, das Zentrum unserer Galaxie. Und man kann hier drehen. Außen sind die Monate, innen ist eine Zeit. Und dann kann man sehr schön einfach durch Drehen feststellen, ja, was man fotografieren möchte, was man sieht zu einem bestimmten Zeitpunkt. Da muss nur noch das Wetter stimmen und dann, besonders hier im Sauerland ist das richtig schön, hat man häufig sehr klare Nächte und wenig Lichtverschmutzung, weil es hier doch nicht ganz so viele große Städte gibt. Und da fangen wir einfach mal an, was zu fotografieren. Ich sag mal, wir wollen einfach mal in Richtung unserer Galaxie schauen, also zu diesem hellen Kern. Den wollen wir fotografieren. Da drehe ich einfach an meiner Sternkarte hier, sehe hier April, circa 3 Uhr und da ist unsere Milchstraße von Süden nach Norden. Dann überlegt man sich, wo ist am besten zu fotografieren, wo es dunkel ist, am besten auf dem Berg. Und ja, da war dann der Tag gekommen, keine Wolken und ich 2 Uhr morgens aufgestanden, 3 Uhr kurz vor 3 ins Auto, ab zur Almat. Vor Oberkirchen, da ist es sehr, sehr dunkel und richtig schön und ja, aus dem Auto ausgestiegen, alles aufgebaut, aufgepasst, dass kein Wiesent kommt,
den ich aus Versehen geweckt habe. Und dann habe ich dieses Foto gemacht. In der Mitte sieht man sehr schön dieses Band, was so ein bisschen schwärzlich ist. Das ist ein Seitenarm der Galaxie und dahinter ist der Kern. Wir gucken ja auf den Kern jetzt drauf. Da hinten unten im Hintergrund, da ist es so ein bisschen orange. Das ist dieses Störlicht, wo ich eben von geredet habe. Das ist hier, müsste das eigentlich Winterberg sein, was da wirklich so viel Licht macht. So, und ja, diese Milchstraßenfotos, die finde ich persönlich besonders schön. Deshalb mache ich das häufiger. Und deshalb hier noch eins. Da war wieder der Zeitpunkt gekommen, wo alles schön war. Und das ist hier hinter Jagdhaus bei der Wiesentwildnis aufgenommen. Und ja, auch so 3 Uhr, 4 Uhr. Also im Sommer schlafe ich nicht so viel an den Wochenenden. Aber das entschädigt dann. Schön ist immer, hier sieht man, da unten sind 3 Leute. Einer davon bin ich. Es ist immer schön, wenn man zu mehreren Astrofotografie macht. Weil ja, im Sauerland ist viel Wald, da gibt es auch viele Tiere. Und es ist doch ein bisschen unheimlich manchmal. Also, ich habe noch von keinem Astrofotografen gehört, dass er aufgefressen wurde nachts. Aber man hört dann doch schon so Vogelschreie, die gerade von Wildtieren angegriffen werden. Oder plötzlich trampelt es neben einem im Gebüsch und eine ganze Herde, ja, weiß man halt nicht, kommt dann auf einen zu. Oder halt auch an einen vorbei, Gott sei Dank. Also ist noch nichts Schlimmes passiert, aber immer schön, wenn mehrere Leute dabei sind. Das nächste Foto ist ein ganz, ganz besonderes Foto für mich. Das war nämlich das erste Foto, wo ich die Milchstraße aufgenommen habe und wo mich das Hobby gepackt hat. Das sieht erstmal unspektakulär aus. Da unten ist unser Haus mit dem Giebel. Da flog zufällig ein Flugzeug her. Das ist diese weiße Linie. Wenn man ganz genau hinschaut, sieht man sogar die Positionslampen. Das sind so rote Punkte. Und links daneben sieht man einen ganz schwachen Arm der Milchstraße. Aber das war eigentlich uninteressant, sondern was mich interessiert hat, war dieser Fleck. Ich wusste gar nicht, was ist denn das für ein Fleck? Da sieht man auch so Nebel drumherum und ja, da musste ich wirklich im Internet erstmal recherchieren, was ist das denn nun? Und ja, da habe ich dann rausgefunden, dass das die Andromeda-Galaxie ist, unsere Nachbargalaxie. Und da war ich dann schon erstaunt, weil dieses Gefühl bei der Astrofotografie, man fotografiert was, man weiß ja, dass es da ist, man hat es oft gesehen, aber dass man das mit dem eigenen Fotoapparat fotografiert hat und man sieht, oh ja, das ist über uns. Ja, und von da an hatte ich diesen Astrovirus und ja, wollte die Andromeda-Galaxie sehr nah aufnehmen, dass man die mal richtig sieht. Und ja, das wollen wir auch heute mal versuchen hier in dem Vortrag. So, die Bilder, die ich gerade gezeigt habe, die habe ich alle mit so einer normalen Kamera aufgenommen. Also das ist nichts Besonderes. Man muss nur alles manuell einstellen können. Hier die Schärfe, dann Belichtungszeit, ISO. Also das kann man mit jeder Kamera machen. Was man immer braucht, ist ein sehr, sehr gutes Stativ. Das ist eigentlich wichtiger als die Kamera selber. Aber man benötigt nicht unbedingt eine Kamera, also so eine extra Kamera, sondern auch mit Handys kann man die Sterne fotografieren. Und das habe ich letzte Woche hierfür mal aufgenommen für diesen Vortrag. Und hier sieht man auch sogar Andromeda. Und das Einzige, was euer Handy haben muss, ist ein manueller Modus. Der heißt bei mir Pro-Modus. Also das ist das Handy, wo ich das mit aufgenommen habe. Und wenn man den Pro-Modus einschaltet, dann kann man da auch die ISO einstellen. ISO ist ein Verstärkungsfaktor, den muss man sehr hoch einstellen. Hier ging es leider nur bis 6400. An eurem Handy, wenn ihr sowas habt, einfach noch höher einstellen. Dann ganz wichtig die Belichtungszeit, so auf so circa 15 Sekunden. Das ist dieses S und die 15 sagt 15 Sekunden. Und AF, das ist der Fokus, also wie man die Sterne scharf stellt. Das muss auf MF, dann taucht da so ein Slider auf und dann kann man auf unendlich stellen und dann sind die Sterne scharf. So, auch wichtig noch der WB, das ist der Weißabgleich, den stellt man auf eine Wolke und dann ist alles gut. Und wenn man dann den Auslöser drückt und dann, wie gesagt, eben, das gilt auch fürs Handy, man braucht ein Stativ, das ist hier mein Handystativ. Wenn man das hinstellt, dass da gar nichts wackelt, weil wir belichten 15 Sekunden
Und wenn innerhalb dieser 15 Sekunden irgendwas wackelt, dann sieht man alle Sterne verwackelt. Und das wollen wir ja nicht haben. Gut. Und dann Auslöser drücken und dann kommt so ein Bild raus. Okay. Aber wir wollen ja jetzt die Andromeda-Galaxie ein bisschen besser fotografieren. Das heißt, wir müssen die Belichtungszeit, dieses S, viel höher stellen. Und da sind so normale Belichtungszeiten, die man benötigt, 3 Minuten pro Bild. Und ja, wenn man jetzt die Belichtungszeit hochstellt, dann passiert Folgendes auf den Bildern. Dann sieht man keine Sterne mehr, sondern auf einmal Strichspuren. Hier auf der linken Seite ist der Blinker auf der Almat bei Grafschaft. Da ist das Foto entstanden und rechts vom Huckelberg aus bei Schmallenberg ja, mit Belichtungszeiten viel, viel größer als 3 Minuten, aber dann kommen halt Strichspuren. Ja, das ist jetzt schlecht für uns, weil wir wollen ja eine scharfe Andromeda-Galaxie sehen. Und der einzige Stern, der hier scharf ist, ist auf der rechten Seite da oben, der kleine Punkt, wo sich scheinbar alle Sterne drum drehen. Und ja, warum ist das so? Die Erde dreht sich und auf der Erde ist unsere Kamera. Ne? Wenn wir lange belichten, dreht sich die Kamera und die Sterne, der einzelne Sternpunkt, wird dann zum Strich. Und da oben, der bleibt ein Punkt, weil die Verlängerung der Erdachse, also wo sich die Erde drum dreht, die geht zufällig durch den Polarstern. So, und da haben wir nämlich auch schon unsere Lösung für dieses Langzeitbelichtungsproblem. Da gibt es nämlich hier sowas, das nennt man Astromontierung. Und das ist quasi ein Motor, ne? Das hier vorne kann man drehen, hier vorne kommt die Kamera drauf. Und die Geschwindigkeit von dem Motor entspricht der Erddrehung, aber in entgegengesetzter Richtung. Das heißt, man stellt die Kamera ein, dreht sich andersrum wie die Erde und bleibt dann stehen. Das Einzige, was man machen muss, ist, hier ist ein Sucherfernrohr, der geht durch die Drehachse. Da muss man durchschauen und hier muss man dann, hier sind Markierungen drin, da muss man dann den Polarstern sehen. Und ja, wenn man das dann hinstellt, Kamera, das länger belichtet, dann kann man das machen. So, das habe ich jetzt letzte Woche mal gemacht, als es so kalt war, minus 20 Grad, da war noch Schnee. Also da an dem Abend war es nur minus 15 Grad, aber das war echt kalt. Da sieht man auch alle Schornsteine, wie die ja, wieder Rauch rauskommt. Links ist diese Montierung, die ich gerade gezeigt habe, mit einer ganz normalen Kamera vorne drauf und einem normalen Fotoobjektiv, Dass man auch für Landschaftsfotografie und so nimmt, also 85 mm, wem das was sagt. Und auf der rechten Seite ist auch eine normale Kamera, eine Spiegelreflexkamera, aber mit einem kleinen Teleskop mit 360 mm Brennweite. Also da kann man Dinge noch näher ranholen wie mit einer Lupe. So, im Hintergrund sieht man sehr schön, das ist hier eine Zeitraffer, das heißt, da wurden ganz viele Bilder gemacht und die hintereinander abgespielt. Da sieht man sehr schön, wie die Sterne sich scheinbar bewegen. Und wenn man ganz genau hinguckt, die Montierungen, die drehen sich auch und drehen halt genau mit der gleichen Geschwindigkeit, sodass es dann halt wirklich stillsteht. Und ja, da schauen wir jetzt einfach mal, was da rauskommt. Bei der rechten Kamera mit dem Teleskop kommt dann folgendes Bild raus. Das sieht sehr unhübsch aus. Aber Sauerländer sind ja positiv. Wir müssen ja erstmal die schönen Punkte finden. Was man hier sieht, die Punkte, also die Sterne, die sind erstmal rund. Das ist schon mal sehr gut, das wollten wir ja haben. Ne? Gegendrehungen, jetzt haben wir Punktsterne. Man sieht auch schon mal Andromeda sehr gut. Allerdings ist alles total verrauscht, man kann das gar nicht richtig toll sehen. Und diese Striche, die sind komisch. Wo kommen die her? Wir schauen einfach mal, was die andere Kamera aufgenommen hat. Die hat die ganze Zeit Bilder aufgenommen und die habe ich auch hier als Zeitraffer hintereinander gemacht und da sieht man, da fliegt irgendwas her. Ganz am Anfang, als ich mit Astro angefangen habe, da habe ich gedacht, wow, ich habe hier, das sind nämlich Satelliten und Bruchstücke, da habe ich richtig Glück, dass ich sowas aufgenommen habe. Aber nach jedem fünften Bild ist mir aufgefallen, okay, da ist immer so ein Strich drauf, das ist gar kein Glück. Und dann habe ich mir das mal angeschaut, was da wirklich alles rumfliegt und das sieht man hier. Diese roten Punkte, das ist Weltraumschrott und die grünen Punkte sind Satelliten. Und irgendwo darunter ist das Sauerland. Also von Glück
dass man sowas auf seinem Foto hat, kann man nicht sprechen. Und das wird halt immer schlimmer. Aber es ist alles nicht ganz so schlimm, weil also wenn wir Fotos aufnehmen, nehmen wir nicht nur ein Foto auf, sondern richtig, richtig viele. Also 100 bis 200 Fotos. Dann werfen wir die Fotos mit den Strichspuren einfach weg und die anderen Bilder rechnen wir in einem Computer zusammen, um das Rauschen zu minimieren. Haben wir eben gesehen, da war sehr viel Rauschen in dem ersten Bild. Und wenn man das alles dann kombiniert und den Computer, ich sag mal, eine Stunde rechnen lässt, dann haben wir endlich unser Ziel erreicht. Ne? Dann haben wir hier Andromeda-Galaxie, unsere Nachbargalaxie, 2.537.000 Lichtjahre entfernt. Und hier sieht man schon wirklich einzelne Strukturen und ja, den Kern. Und das ist jetzt hier nur mit, in Anführungsstrichen, nur mit einer normalen Ausrüstung. Kleines Teleskop, normale Kamera, normale Nachführung gemacht. So, und wenn man das geschafft hat, diese ganzen technischen Hürden irgendwie zu erledigen, dann fängt der Spaß erst richtig an. Dann kann man nämlich Kameras und Teleskope kombinieren und genau darauf anpassen, was man sehen möchte. Und das ist hier zum Beispiel ein Foto, da meistens fotografiere ich, also wenn ich einzelne Objekte fotografiere und nicht das schöne Sauerland mit Sternen, dann bin ich auf unserem Garagendach und nehme mit diesem Teleskop auf, das sind 1000 Millimeter, also das kann richtig groß vergrößern. Und da ist auch keine normale Kamera mehr drauf, sondern das ist eine Astrokamera. Die kann man bis minus 15 Grad runterkühlen, weil wenn man eine Kamera kühlt, dann rauscht die nicht so stark. Und dann hat man noch bessere Bilder. Ja, dann sind da noch ein paar andere Spielereien drauf, aber wie gesagt, dann fängt der Spaß richtig an. Ja, und da möchte ich euch jetzt auch mal mitnehmen. Einmal eine Rundreise durch das Universum. Einfach mal so schauen, was es da so alles zu sehen gibt. Die Bilder, die ich jetzt zeige, die sind alle im letzten Jahr im Sauerland entstanden. Das erste sind die Plejaden, circa 400 Lichtjahre entfernt, also noch sehr nah. Die Plejaden sind da oben. Das in allen Kulturen der Menschheit sind die Plejaden eigentlich vorhanden. Sogar auf Steinzeitzeichnungen in Höhlen sieht man schon Plejaden. Da sieht man immer 7 bis 9 Sterne auf so einem Haufen. Die leuchten so ein bisschen. Und wenn wir da rangehen mit diesem 1000 mm Teleskop, dann kann man die richtig gut auflösen. Das sind jetzt einzelne Sterne. Dieser Schnebelschleier, der dahinter ist, das ist Staub, der von den Sternen angestrahlt wird und das Licht ja, wird dann zurückgeworfen. Das sind sogenannte Reflexionsnebel. Ja, die Plejaden. Hier das nächste Objekt ist der Irisnebel. Sieht aus wie ein Auge. Ist der Lieblingsnebel von meiner Frau. Ich hoffe, meine Frau guckt auch zu und gibt mir jetzt ein Like oder noch besser ein Herzchen. Aber der ist ca. 1300 Lichtjahre entfernt, sieht aus wie ein Auge und ist ein einzelner Stern, der auch wieder Staub anstrahlt. Das wird reflektiert, ein Reflektionsnebel. Ja. Das nächste ist der Orionnebel. Der Orionnebel ist einer der wenigen Nebel, die man mit bloßem Auge sehen kann. Circa 1350 Lichtjahre entfernt und in dem roten Kreis ist das mittlere Objekt. Ne, das ist das Sternbild Orion. Man kann immer sehr gut den Gürtel des Orion erkennen. Das sind diese 3 Sterne über dem roten Kreis und ja, das sieht man sofort im Moment, wenn ihr mal rausgeht nach dem Vortrag, so ich sag mal so 9 Uhr steht dieses Sternbild im Südosten. Und zieht da entlang bis morgens so um 1, 2 Uhr. Und wenn man das heranzoomt, dann sieht man das. Also sehr schön und das Rote ist sogar in klaren Nächten mit dem Auge erkennbar. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter schon mal. Das ist der Cirrusnebel, 2397 Lichtjahre entfernt. Hier sieht man die Reste eines explodierten Sterns, einer Supernova. Ne, da sieht man nur noch die Wolken, die übrig geblieben sind, die bei der Explosion weggeschleudert wurden. Die grünen Wolken sind Sauerstoffwolken und die roten sind Wasserstoffwolken. Ne, das ist mein Lieblingsnebel. Der nächste ist der Rosettennebel. Da passiert genau das Gegenteil. Das ist auch eine Wasserstoffwolke, das erkennt man immer an dem Rot.
Da ist es aber so, dass diese Wasserstoffwolken sich zusammenziehen. Und dadurch, dass sie immer enger werden, werden die so heiß, dass irgendwann Zündfunke entsteht und eine neue Sonne entsteht. Und in dem Mittelpunkt dieses Nebels, das sind alles neugeborene Sterne. So. Das nächste, jetzt sind wir richtig weit im Universum, 16 Millionen Lichtjahre. Muss man sich mal überlegen. Die Feuerradgalaxie, die finde ich besonders interessant, weil man muss sich vorstellen, vor 16 Millionen Jahren sind die Affen gerade von den Bäumen hier geklettert. Es gab noch gar keinen Menschen. Da ist in der Feuerradgalaxie sind Lichtteilchen losgeflogen. Die sind 16 Millionen Jahre durch das Universum geflogen, ne, haben allen Staub, allen Sonnen, allen Dingen getrotzt. Und letztes Jahr sind die in meine Kamera geflogen, sind da vernichtet worden zu einem Bildpunkt. Aber so ist dieses Bild dann entstanden. Ne? Das sind wirklich Teilchen, die 16 Millionen Jahre zu uns geflogen sind. Sehr faszinierend. Das nächste ist die Dreiecksgalaxie. Das ist eine weitere Nachbargalaxie. Andromeda, Dreiecksgalaxie und unsere Galaxie. Wir werden irgendwann zusammentreffen. Das wird eine Supergalaxie werden. Die Randbereiche von Andromeda und unserer Galaxie, die berühren sich sogar jetzt schon. Und irgendwann sieht das mal so aus wie bei der Whirlpool-Galaxie. Da wird eine Galaxie die andere auffressen. Ich glaube nicht, dass alle Sterne zerstört werden. So darf man sich das nicht vorstellen. Aber man wird halt eingesogen. Und das ist auch mit die weit entfernteste Galaxie, die ich bisher aufgenommen habe. 23.160.000 Lichtjahre. So, aber man kann nicht nur Galaxien und Sterne aufnehmen. Besonders fürs Handy eignen sich auch andere Objekte, wie zum Beispiel der Mond. Der ist nur 384.400 Kilometer entfernt. Und hier sieht man sehr schön die Krater, man kann sogar die Schatten von den Kratern sehen und anhand dieser Länge der Schatten die Tiefe bestimmen von den Kratern. Also das lohnt sich immer wieder und ist immer wieder schön, den Mond aufzunehmen. Sieht auch immer ein bisschen anders alles aus, also es wird nie langweilig, das Hobby. Gibt aber auch noch andere Planeten, Mars, Uranus, Neptun, Jupiter, Saturn, Venus. Am Anfang hab ich immer gedacht, jetzt habe ich so ein großes Teleskop, die Galaxien kann ich so groß fotografieren, da muss es doch eigentlich eine Kleinigkeit sein, Planeten hier in unserem Sonnensystem zu fotografieren. Aber Pustekuchen, die waren nur so ein paar Pixel groß. Galaxien sind halt ein bisschen größer. Und da muss man schon einiges dann halt reinstecken, überhaupt die so klein zu sehen. So langsam kommen wir mit der Rundreise wieder nach Schmallenberg. Hier der Schmallenberger Kirchturm. Letztes Jahr, am 22.07. war der Komet NEOWISE am nächsten zu Schmallenberg mit 103.500.000 Kilometer. Das ist immer noch ein ganzes Stück, aber das war der nächste Punkt. Und da sieht man sehr schön unten den Kern. Das ist quasi eine Art Schneeball. Und da wird Schnee aufgeheizt durch die Sonne und wird nach oben hin weggeschleudert. Und ja, das war auch eigentlich schon die Rundreise. Und ja, ich hoffe, der Vortrag hat euch ein bisschen gefallen. Ihr habt jetzt auch ein bisschen Lust, einfach mal rauszugehen und ein paar Sterne zu fotografieren und einfach mal zu schauen, was in der Natur so passiert. Und da bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Alle Astrofotografen, Hobbyfotografen haben so einen Spruch am Ende, einen Abschiedsgruß, das ist Clear Skies. Ne? Und falls ihr noch Lust habt, einfach noch ein paar Sternvideos von Schmallenberg, vom Sauerland zu sehen, könnt ihr einfach mal auf der YouTube-Seite schauen. Ja, okay. Vielen Dank.